Hallo, wir sind Jenny, Jackie und Maxi. Wir leben und reisen seit 3,5 Jahren in unserem Wohnmobil. Seit einem Jahr sind wir nun komplett unterwegs, da wir uns eine Auszeit genommen haben. Während dieser Zeit trafen wir schon auf viele tolle Orte und auch Menschen. Und wenn ihr mögt, begleitet uns doch dabei. Guten Morgen, hier sind wir gerade auf dem Weg zum Hundeauslauf. Den hatte ich mal rausgesucht, bin auch sogar schon dran vorbeigefahren, habe es aber nicht gemerkt, weil ich nur den Park drumherum gesehen hatte. Ja, den wollen wir uns jetzt mal anschauen, bevor wir dann gleich starten und wieder nach Tarifa fahren. Ja, da wollen wir jetzt noch mal eine schöne Runde laufen und die Hundis können... Nähern wir uns dem Hundepark. Kann man hier rüber? So, dann sind wir mal gespannt. Naja, hoch ist der Zaun nicht, aber Jackie, komm mal her. Wir gehen mal schauen. Hier hängen überall Böhnchen im Baum. So, schauen wir mal. Hoffentlich ist der jetzt keiner. Wir haben nämlich... Das ist doch schön. Da gehen wir doch jetzt hin. Schau mal. Klasse. So, der ist richtig schön groß. Da können die Hunde auch ein bisschen sich bewegen. Richtig mega. Die können sich schön bewegen und schön schnüffeln. Agility ist auch vorhanden. Top. Sehr schön. Wiese. Hoffentlich ohne Löcher, aber schon, aber sehr schmal hier. Doch, richtig schön, Bäume, alles vorhanden. Oh, da könnten vielleicht Eichen-Prozessionsspinner sein. Nicht so schön, nicht gut. Oh, hier ist noch so ein dickes Ding. Naja gut, das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd, ne? Und hier schön zum Sauberhalten. Wow. Mega. Ja, das ist doch mal was Schönes. Solange hier keiner... Doch, ich glaube, da sind auch Nester drin. Da. Ein schöner Park hier. Bin hier auch schon dran vorbeigelaufen, aber ich wusste nicht, dass hier ein Hundepark drin ist. Den habe ich nicht gesehen. Ist auf jeden Fall schön groß. So. So, mal schauen. So. Jetzt machen wir mal Sonnenbrillensammlung. Eben das Fenster zu. Und ich wollte mal eben meinen Ausblick zeigen. Aus meinem Schlafzimmer. So schön. Ja, jetzt machen wir mal alles so. Zack, jetzt geht's gleich weiter.
Kann ich mal eben zurück, bitte? Ja, wenn du meinst, dass du da hoch musst, bitte. So, wolltest du hier hin? Nee. Gut, meine Mäuse. Ich möchte jetzt einfach nur... mein Essen machen. Mein Frühstück machen. So. Und dann können wir nämlich gleich fahren. Oh. So, eigentlich wollte ich jetzt starten, aber da gibt es jemanden, der schläft so schön und der genießt das einfach immer so dolle da vorne. Ja. Da liegt er. Mit dem Pubis hinter der Scheibe. Und die kleine Maus, die liegt immer hier. Die liegt immer da. Da ist sie, die kleine Maus. Südele. Weiter geht's. Ja, wir haben ja alles schon gestern und vorgestern erledigt. Von daher brauche ich jetzt nicht mehr irgendwie Ver- und Entsorgen, sondern ich kann wirklich jetzt von hier aus ganz gemütlich losfahren. Und das tun wir jetzt Richtung Tarifa. Angekommen hier in Tarifa. Hier ist alles voll. Ich finde es richtig ekelhaft und ich werde jetzt oben zum Lidl fahren, werde da eine Nacht bleiben. Ich werde noch eben ein bisschen Wasser holen. Entschuldigung. Werde ich weiterfahren, weil das ist mir einfach zu voll jetzt hier. Ich kann gar nicht unten am Wasser stehen, da hätte ich gerne gestanden. Also unten am Wasser, aber halt so in der Nähe, wo ich mit den Hunden laufen kann. Da ist leider alles voll. Überall alles voll. Ich bin immer gespannt, wie es jetzt oben aussieht beim Lidl. Ja. Das habe ich auf jeden Fall. Habe ich keine Lust drauf. So voll habe ich echt keinen Bock. Schauen wir mal. Mein Gott, rutscht runter. Schauen wir mal, wie es da oben aussieht. Schade.
behaupten. Hier ist auch nicht besser. Gibt's ja gar nicht. Was ist denn nun los? Alles voll hier, oder wie? Also ich mag mich ja eigentlich nicht so hier zwischenstellen, aber ich habe, glaube ich, keine andere Wahl. Doch, da ist noch einmal an der Ecke. Nee, dann kommen die da nicht mehr raus, ne? Warum ist es denn so voll? Ja. Da steht einer. Oh Gott. Maxi, Sekunde. Was ist mir warm? Achso, ja, vielleicht sollte man das so machen, dann sieht man auch was. Ja, ich würde. Maxi, bitte. Sekunde. Eine Sekunde. Ich fahre mal ganz schnell wieder zurück auf den Platz, den ich da gerade hatte, weil sonst habe ich nämlich gar keinen mehr. Löwisch. Ja, nehmen wir mal schnell den Platz wieder. Schnell wieder zurück auf das Plätzchen. Auf das Plätzchen. Hase. So. Das dahin und das dahin, ne? Also. Guck, man sieht mich ja gar nicht. Moment. Ich muss doch mal eben so machen. So, ja. Eben hier aufheben, was runtergefallen ist. Ja, wir sind jetzt hier in, mir ist so warm, Tarifa. Aber hier ist alles so voll. Ich habe auch keine Ahnung, wo Nadine steht. Und ich denke, da das Land ist doch sehr matschig sein wird durch das Wetter. Oh, bleibt mir nichts anderes über. Unten war alles voll. Überall war alles voll. Und hier beim Lidl habe ich auch den letzten Platz gekriegt. Naja, da hinten ist noch einer oder zwei. Aber direkt an der Straße habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, von daher denke ich, werde ich jetzt heute eine Nacht hier bleiben. Dann werde ich mein Video schneiden und dann werde ich morgen weiterfahren. Weil, nee, echt nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Wirklich nicht. Also, nee. Nö. Da kommt der Nächste. Nee. Das wollen wir nicht. Jetzt ist meine schnelle Rettung. Doch sehr tief. Fettiger Reis für ein Mikro. Habe ich immer schnell in die Pfanne. Der ist echt lecker. Das ist immer eine gute Portion. Und ja, halt schnell gemacht, ne? Und ja. Dann mache ich jetzt mein Curry noch drüber von gestern. Kann ich jetzt einmal und dann kann ich heute Abend noch einmal essen.
meine Ärmel hier abfackeln. Na, Schatz. Hase, bitte. Ich komme aber, Jackie, ich wäre jetzt auch zu dir da auf die Couch gekommen. Ich muss nur mal eben hier mein Essen fertig machen. Wow, ich habe mich verbrannt. So. Ein ganz so bisso Olivenöl. So. Ein bisschen. Ein ganz bisschen. Wir wollen jetzt mal kurz draußen Pipi machen. Ja, hier ist ziemlich bedeckt noch, windig. Ich renne jetzt mal eben schnell zum Lidl. Ich brauche Kaffee, ich habe nämlich keinen Kaffee mehr. Ja, den hole ich mir jetzt und dann lege ich mich mal ein bisschen hin und dann mache ich doch noch mal eben Siesta. Ja. Liebe einfach diesen Ausblick beim Spazierengehen. Mit Blick aufs Meer. Die Berge, auf die Pferde, traumhaft, wirklich, wirklich traumhaft hier, einfach so vielseitig. Weg. So viele Pferde auf der anderen Seite sind die alle frei und hier sind die überall rechts und links leider angebunden. Nicht schön. Vorsicht, Jackie. Hola. Hier genießen wir noch ein bisschen den Ausblick aufs Meer mit dem schönen Sonnenuntergang. So schön. Guten Morgen. So, wir gehen wieder ein Stückchen durch die Müllkippe spazieren. Ah, Quatsch, ist halt. Ja. Nee, nicht Quatsch, ist halt Spanien. Ist halt Müllkippe. Ja, aber sehr schön. Sehr schön. Die Jackie ist schon da hinten. Maxi spielt gerade wieder Kuh. Wir laufen jetzt hier noch ein schönes Stück. Hier ist ein schöner Friedhof. So schön, was hier einfach alles blüht. So schön. Alles ist bunt, ganz viel gelb. So schön.
geschimpft. Jetzt laufen wir mal hier an dem Stellplatz vorbei. Ist auch ganz schön voll. Aber groß ist nicht voll im Moment, ne? Ist so. Jetzt gibt's Abendbrot. Bei diesem schönen Ausblick. Hallo aus Tarifa. Ja, wir stehen jetzt hier seit gestern auf dem, nee, seit vorgestern. Ja, wir sind vorgestern Mittag gekommen. Ja. Und stehen jetzt hier und ich muss einfach sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr hier zu stehen. Ich möchte weiter. Ich weiß aber auch nicht wohin. Ich möchte jetzt auch mal wieder ein bisschen Sonne und ein bisschen mehr draußen sein. Ich war irgendwie war nicht so viel, um Gottes Willen. Klagen auf hohem Niveau. Deutschland. Deutschland ist natürlich viel schlimmer. Aber wir hatten jetzt auch knapp 2 Wochen Regen, bewölkt, Regen, Wind, also alles gut. Hier ist auch immer noch mal ein bisschen blauer Himmel, aber jetzt merke ich sogar hier, dass das wirklich doch aufs Gemüt geht und ich möchte einfach raus und möchte einfach ein bisschen, ja. Erzählen. Hab ich euch erzählt, dass der Maxi heute Geburtstag hat? Der Maxi ist heute 8 Jahre. Ja, 8 Jahre und fast ein Jahr jetzt bei uns. Ja. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Wow, hier füllt sich gerade der Platz mit Portugiesen, mit Strandbuggies. Wow.
Scheint ja irgendein Event oder so zu sein. Weil hier ist echt, wird immer voller. Ui, da kommen immer mehr. Oh. Ja, krass. Thank you.
Jetzt kann ich viele Frösche küssen. Da kann man schön drauf rumkauen, ne? So, Moment, wenn man ein Stückchen zurück, Schatz. Geh mal ein Stückchen zurück. Hätte ich dir nicht noch ein offenes? Das war das schon leer. Schön. Und das stinkt so schön. Aber zum Geburtstag, ne, kann man das ganz in Ruhe schön auf dem Sofa kauen. Nicht wahr, Jackie? Man könnte vielleicht auch auf den Boden gehen, so wie der Maxi. Könnte man eventuell.
So, zurück. Durchgeschwitzt. Ja, Top und dünnen Pulli an. Jacke, aber es ist zwar warm, aber es ist wahnsinnig windig draußen. Und dann ist halt immer blöd, sich irgendwie Wetter entsprechend anzuziehen. Finde ich. Ja, wir waren auf jeden Fall jetzt eine richtig schöne Runde einmal um dieses Castello rum. Da war noch eine Band, die gespielt hat. Oder ein Chor oder ja, wie auch immer. War auf jeden Fall ganz nett. Einmal durch dieses kleine Städtchen, also die Altstadt. Ja, war schön. Und jetzt machen wir wieder ein bisschen Siesta. Die Hundis kauen an ihrem Muskelfleisch, weil es so stinkt. Und ich genieße ein bisschen die Sonne. Gemütlich auf der Couch liegt. Oh, liegt dann mal hier in der Ecke.